Ich werde heute Abend darüber sprechen, was Praxis heißt und über die Praxis von Dankbarkeit im Speziellen. Einerseits über Zugänge reden zur buddhistischen Praxis und wie Praxis funktioniert und eben etwas ausführlicher über Dankbarkeit. So, die generelle Struktur. Zuerst werde ich über historisch und interessenmäßig verschiedene Zugänge zur Lehre und Praxis Buddhas sprechen, dann wie Praxis funktioniert, also Praxis als eine Art Selbstkonditionierung und über verschiedene Möglichkeiten der Praxis, wie man Resultate hervorbringt und was die Resultate sein können und schließlich über Dankbarkeitspraxis, warum gerade Dankbarkeit und einige Beispiele und Möglichkeiten dafür geben. Eine Besonderheit der Lehre Buddhas ist diese Betonung der Praxis, also der praktischen Aspekte. Der Buddha war ein großer Pragmatiker. Es gibt in den Lehrreden Buddhas gibt es viele Beispiele, wo wahrscheinlich, ich kannte diese Reden nicht, etwas mühsam sie zu lesen oft, aber es sind oft einfach Darstellungen von Gesprächen und jemand kommt und hat irgendeine Frage und Buddha gibt dann irgendeine Antwort. Und es gibt ab und zu so ein Beispiel, jemand kommt und sagt, was ist der Ursprung der Welt oder irgend so etwas. Und wenn irgend so metaphysische Fragen kommen, dann ist immer die Antwort, das interessiert mich nicht, das lehre ich nicht. Und er sagt dann immer, ich lehre nur eines, ich lehre, wie Leiden entsteht und wie Leiden aufhört. Und er sagt auch, ein Beispiel sagt er, das ist wie wenn jemand im Wald geht und wird getroffen von den Pfeil eines Jägers. Wenn dieser Mensch sagt, ja, ich will zuerst wissen, aus welchem Holz ist dieser Pfeil, was sind da für Federn dran, wie ist die Pfeilspitze gemacht, wer hat diesen Pfeil geschossen, aus welcher Kaste ist er, wo kommt er her? Wenn all diese Fragen zuerst beantwortet würden, dann würde der Mann sterben, bevor der Pfeil herausoperiert wird. Also das Wichtige ist, den Pfeil rausnehmen. Das andere Zeug ist eigentlich nicht so wichtig. In einer anderen Rede sagt er auch, nimmt er so eine Handvoll Blätter vom Boden und sagt, die Blätter im Wald, das ist alles, was es zu wissen gibt und so. Und das, was ich lehre, das ist nur wie diese Handvoll Blätter. Ich lehre nur das, was direkt wesentlich ist für Freiheit von leidvollen Zuständen. Was wir aber dann über die Jahrhunderte, was sich entwickelt hat, das hat sich auch immer verändert und was interessiert hat, ist auch immer ein Ausdruck davon, was zu der Zeit gerade aktuell war oder welche Leute sich dafür interessiert haben. Und das war schon immer so, also die Lehre Buddhas, die hat sich stark verändert, als sie nach Tibet kam, unter dem Einfluss des Schamanismus im Tibet. Sie hat sich verändert, als sie nach China kam, unter dem Einfluss von Taoismus und Konfuzianismus. Sie hat sich verändert, als sie nach Japan kam. Und sie hat sich auch verändert, ist daran, sich zu verändern, jetzt, wo sie in den Westen kommt. Und ich finde es noch interessant, ein wenig zurückzuschauen, wie die Lehre Buddhas im Westen aufgenommen worden ist. Zuerst, also über lange Jahre, über 1000, 1500 Jahre, hat es im Westen gar niemand interessiert. Das waren einfach nur Heiden. Und was die gemacht haben, war nicht inhaltlich interessant. Und im Westen waren die ersten, die sich inhaltlich dafür interessiert haben, das waren Gelehrte und Philosophen wie Schopenhauer zur Zeit der Aufklärung. Und die haben sich für die Inhalte der Buddha-Lehre interessiert, weil es eine rationale Alternative war zum Christentum. Es war rational, es war philosophisch, es hat von dem her so gut zur Aufklärung gepasst. Übrigens auch von dort her diese Bezeichnung Erleuchtung, Enlightenment auf Englisch und die Aufklärung heißt auf Englisch auch die Age of Enlightenment. Es ist eigentlich eine Fehlübersetzung, also das, was wir als Erleuchtung bezeichnen, ist eigentlich, der Begriff bedeutet eigentlich Erwachen. Nicht, es hat nicht mit Licht, sondern mit Schlaf und Wachsein zu tun. Klammerbemerkung. Also diese Philosophen, das sind bis heute natürlich auch viele Meditationslehrerinnen und Lehrer haben Angst vor den Fragerunden, weil sie Angst haben, dass da philosophische Fragen kommen. Das ist nach wie vor beliebt.
dieser Ansatz. Also man könnte sagen, die Praxis war damals die philosophische Auseinandersetzung. Im 19. Jahrhundert begannen sich Religionspsychologen und Psychologen wie C.G. Jung für Buddhismus zu interessieren und hatten vor allem die psychologische Seite im Fokus. Sie hatten sich interessiert für die Psychologie. Buddhismus war die Religion, die am offensichtlichsten psychologische Bezüge hatte und ein psychologisches Modell dahinter. Im letzten Jahrhundert, in den 50er Jahren, war erstmal so eine etwas breitere Wirkung, als die Beat Generation sich dafür zu interessieren begann, vor allem für Zen. Das waren vor allem Künstler und Literaten wie Jack Kerouac, William Burroughs oder Gary Snyder, Allen Ginsberg. Und für die war Buddhismus ein Ausdruck eines Lebensgefühls. Sie haben, das war wie On the Road, das bekannteste Buch von Jack Kerouac. Das hat irgendwie das ausgedrückt, auch wie unterwegs sein. Und irgendwie hat das angesprochen und auch das künstlerische Interesse dieser Menschen. Und das hat irgendwie Jazz und Kiffen und Zen, das hat irgendwie alles zusammengepasst. So. Und in den 60er und 70er Jahren, nach den Beats, kamen dann die Hippies. Und das war eigentlich die erste Zeit, wo sich die Menschen im Westen auch für Meditation als Methode interessiert haben. Die Beats, das war dort mehr ein Lebensgefühl. Und die Hippies, die wollten wirklich auch die Meditation als Methode kennenlernen. Sie waren auch vor allem an den meditativen Erfahrungen interessiert. Und es war nicht ganz so früh, aber als ich angefangen habe zu meditieren, weiß ich auch, das war für mich so das Zentrale, was da drin steckt. Also die Erfahrung, die ich machen konnte beim Meditieren. Ich war auch erstaunt, was in mir drin, ohne irgendetwas sonst dazu zu tun, was alles entstehen konnte in mir drin. Eigentlich fand das sehr überraschend und überwältigend irgendwie. In den 80er und 90er Jahren kam die buddhistische Tradition im Westen an. Das heißt, die Leute, die sich dann schon für Buddhismus interessiert hatten und für Meditation, die haben langsam entdeckt, dass da ganz viel mehr dran hängt und haben angefangen im Westen tibetische Tempel zu bauen. In Frankreich hat es mehrere große tibetische Tempel, die aussehen, als würden sie eigentlich in den Himalaya gehören und stehen aber zwischen den französischen Kühen rum. Und man hat angefangen, die ganze Tradition mitzunehmen, nicht nur also die Meditationspraxis, sondern das ganze Drum und Dran, die Mantras, was immer dazugehört. Man hat eigentlich versucht, die tibetische Tradition, aber auch die anderen Traditionen im Westen neu aufzubauen sozusagen oder weiterzuführen. Und jetzt, so in den Nuller- und den Zehnerjahren, ist, was wir schon die Achtsamkeit, die Irene Gestenfield darüber gesagt hat, das ist so ein Fokus geworden und es wird viel mehr, denke ich, jetzt auch findet ein Versuch statt, die Buddha-Lehre zu übersetzen und für uns umzumünzen. Und das hat ganz unterschiedliche Ausprägungen. Einerseits gibt es nach wie vor die Traditionen, die weitergezogen werden, aber auch Versuche, das anzupassen, zum Teil auch etwas fraglich vielleicht. Also wenn man dann so Work-Life-Integration oder Life-Domain-Balance, dann ist der Schritt dann relativ kurz vom den Ausgleich der Lebenssphären hin zu Meditation oder Achtsamkeit als ein Mittel, um die Produktivität zu steigern oder die Arbeitnehmerinnen noch produktiver zu machen. Und das ist dann vielleicht etwas fraglich. Und zum Teil ist dann auch Buddhismus oder buddhistische Praxis synonym mit Wellness, also kein Garten, kein Spa oder Saunazentrum ohne Buddha-Kopf. Und dann geht es irgendwie nicht mehr so um Freiheit von quälenden Zuständen oder Freiheit aus dem, was uns gefangen hält, sondern es gibt der Ausdruck Samsara-Management, also eigentlich das, was eigentlich nicht so klappt, besser in den Griff zu bekommen, dank buddhistischer Praxis. Fred von Almen, der dieses Zentrum hier mitbegründet hat, drückt das schön aus. Es geht nicht mehr um den Ausbruch aus dem Gefängnis, sondern es geht um die Verbesserung der Haftbedingungen. In den buddhistischen Ländern gibt es auch unterschiedliche Zugänge.
Das ist vielleicht auch interessant zu wissen. Wir haben oft die Vorstellung, dass dort alle wie wild drauf losmeditieren. Das ist nicht unbedingt der Fall. Sie haben eine klassische Dreiteilung. Das heißt, die heißt in Pali-Sprache Dana, Sila, Bhavana. Auf Deutsch, Dana ist Großzügigkeit, Sila ist Ethik oder ethisches Verhalten und Bhavana ist Geistestraining oder Meditation. Also Großzügigkeit, ethisches Verhalten und Meditation. Und für viele Menschen in buddhistischen Ländern ist Großzügigkeit eigentlich die einzige buddhistische Praxis, die sie machen. Also sie sagen, ich gebe Spende dem Kloster etwas, dann werde ich eine bessere Wiedergeburt haben zum Beispiel. Aber auch Großzügigkeit allgemein. Mein erster Meditationslehrer, John Coleman, der war in den 50er Jahren in Thailand und der hat gesagt, das sei verrückt gewesen, wenn man jemand gesagt hat, ah, du hast ein schönes Hemd an, dann hat er gesagt, oh, willst du, kannst du es haben. So wirklich sehr großzügig alles immer und eine schöne Praxis, aber das ist auch oft dann, wo es vielleicht aufgehört hat. Sila, das ethische Verhalten, das war vielleicht schon auch, man weiß, das ist wichtig. Und die ethischen Regeln, das ist in etwa auch das, was Irene am ersten Abend vorgestellt hat, dass die Regeln, die wir einhalten im Kurs, das sind auch Regeln, die nicht speziell sind für buddhistische Praxis, das gibt es auch in anderen Religionen oder in anderen Weltanschauungen, also das ein nicht schädigendes Verhalten oder die Wahrheit sagen, außer man ist Präsident von Amerika, nicht schädigendes sexuelles Verhalten oder einen guten Umgang mit Rausch. Das sind sehr vielen Systemen, diese Regeln und Ausrichtungen. Das ist quasi anerkannt, dass das hilfreich ist. Und das ist auch in den buddhistischen Ländern verbreitet. Aber das effektive Geistestraining oder die Meditation im engen Sinne, das ist gar nicht so verbreitet, auch nicht in den Klöstern, auch in Thailand oder Burma und so. Es ist nicht so, dass da die Mönche, die dauernd am Meditieren sind. Also ich habe dieser Überblick gemacht, um zu zeigen, es gab zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten sehr unterschiedliche Zugänge zur buddhistischen Praxis. Und ich kann für mich selber sagen, es ist auch mein Zugang zur Praxis hat sich über die Jahre verändert. Das war nicht immer das Gleiche im Vordergrund. Und so denke ich, dass es auch eine flexible Sache ist und es ist einfach auch hilfreich zu wissen, was ist mein Zugang, was interessiert mich eigentlich, was ist meine Motivation? Etwas, das auch Irene schon angesprochen hat. Ja, so viel zu den verschiedenen Zugängen. Jetzt ein paar Worte dazu, wie Wirklichkeit konstruiert ist oder dass Wirklichkeit konstruiert wird und wie und warum Praxis wirkt. Wenn ich von Praxis rede, buddhistische Praxis, dann meine ich damit eigentlich die Art und Weise, wie die Konzepte der Buddha-Lehre in Handlungen oder in Verhalten umgesetzt werden. Also wie das, was wir lehren, dann effektiv real wird, wie es in Taten umgesetzt wird. Grundsätzlich ist es so, dass ich meine Welt individuell konstruiere und ich merke es nicht. Als Zugang zur Außenwelt habe ich nur die Sinne, das ist im buddhistischen Kontext, redet man immer von 6 Sinnen, also die 5, die wir im Westen auch immer sagen, also das Sehsinn, Hörsinn, Riechsinn, Tastsinn, Schmecksinn. Im buddhistischen Psychologie kommt noch der Denk-Herz-Geist quasi als der Sinnesorgan dazu. Der Herz-Geist nimmt Gedanken wahr und Emotionen. Ich finde das eine gute Erweiterung, weil ich habe das auch in den Gruppen ein paar Mal gesagt, Gedanken, die haben immer so die Eigenschaft zu sagen, glaub mich, ich bin wahr, ich bin sehr wahr, ich bin wichtig. Und viel mehr als zum Beispiel Töne das haben oder Geschmäcker das haben. Und wenn ich einen Ton höre,
Vielleicht nervt er mich, wie das Geräusch von diesem kleinen Ventilator da in der Ecke, aber das ist mir nicht so schlimm. Aber hingegen, wenn sein Gedanke kommt, der wirklich ätzend ist, dann falle ich immer wieder darauf hinein. Ich denke, der ist wahr, er sagt mir die ganze Zeit, er ist wahr. Und es ist gut, Gedanken ähnlicher zu sehen wie Töne, als etwas, das einfach kommt und geht und nicht mehr Wirklichkeit hat als ein Ton oder ein Geschmack oder eine Farbe oder so etwas. Und aus diesen Sinneserfahrungen, aus meinen Erinnerungen, aus Gedanken, Emotionen konstruiere ich ein Bild der Welt und ein Bild auch von mir selber. Und wir sehen das oft nicht, aber wir leben in einer virtuellen Realität. Das, was wir da draußen sehen, das ist etwas, was wir konstruieren im Bewusstsein. Von den Sinnesinputs, von den Erinnerungen, von den früheren Konditionierungen. Also es ist eine virtuelle Realität. Für Leute, die das interessieren, habe ich einen guten Buchtipp. Auch das ist das Buch Der Ego-Tunnel von Thomas Metzinger, einem Philosophen, der ein buddhistisches Konzept auf wissenschaftlich erklärt. Es ist einfach interessant, das zu sehen, weil es hat so keine Lücke. Also in dieser Wissenschaftssprache ist diese virtuelle Realität transparent. Das heißt, ich merke nicht, dass ich sie konstruiere. Das heißt nicht, dass dort draußen nichts gibt, aber wie ich es einordne, wie ich es sehe, das ist konstruiert und ich nehme es als Realität wahr und das gilt für mich selber dann auch, aber auch die Welt da draußen. Und dieser Prozess, der bekommt nur sehr selten Risse. Also ein kleines Kind, was gerade auf die Welt kommt, das hat nicht die Vorstellung der Welt, wie wir sie haben. Das hat eigentlich einfach Sinneseindrücke, die ungefiltert kommen und die haben für das Neugeborene noch keine Bedeutung. Das sind Farben, Formen, Töne, die werden nicht zugeordnet. Das hört nicht Ventilator oder sieht Rose oder so etwas, sondern das sind einfach, das muss gelernt werden, daraus Realität zu konstruieren. Und sorry, Facebook wird das nie hinkriegen. Die können noch Milliarden reinbuddeln. Es wird nie so gut werden wie die virtuelle Realität, die wir bereits haben. Also eigentlich hätten sie sich das sparen können, aber egal. Also wir sind ja eher darum bemüht, vielleicht mal in die Risse zu schauen. Also wo gibt es denn Lücken in dieser virtuellen Realität, in dieser Konstruktion? Und es ist wie, also der Fachjargon ist zu sagen, das ist sehr robust, diese virtuelle Realität. Eben sie ist robust oder transparent, ich sehe nicht so oft dahinter. Aber es gibt schon Möglichkeiten. Fasten zum Beispiel, sehr langes Fasten oder Meditation oder bewusstseinsverändernde Substanzen oder Trance-Tänze. Das sind so Möglichkeiten, die Menschen auch schon immer benutzt haben, um auch bewusst Risse in diese Realität zu machen. Und dann sehe ich plötzlich nicht mehr euch da draußen vielleicht, sondern nehme irgendetwas ganz anderes wahr oder nehme auch, ordne den Tönen nicht mehr die Bedeutung zu, die ich sonst im Alltag immer zuordne. Vielleicht, also wenn man etwas länger meditiert, kann man das so ansatzweise spüren, ohne dass die Realität gerade große Risse kriegt. Aber wenn ich vielleicht ein paar Stunden einfach meditiert habe, merke ich plötzlich, kann ich an meine Hände runterschauen und merke, irgendwie habe ich das Gefühl, die gehören gar nicht mehr zu mir. Es gibt das umgekehrte Phänomen, also wenn blinde Menschen mit dem blinden Stock, der wird mit der Zeit zu einer wie einem Körperorgan. Dort geschieht eine Erweiterung und wenn ich meditiere und auch die Hände eben gar nicht mehr nutze, habe ich das Gefühl, das gehört gar nicht mehr zu mir, dieser Teil. Im Alltag bin ich normalerweise sehr klar, oder was zu mir gehört. Der Pulli gehört nicht zu mir. Das Haar gehört zu mir, besonders wenn ich im Spiegel schaue, wenn so etwas grau wird, dann gehört es sehr fest zu mir. Die Hose gehört nicht zu mir, der Bauch, wenn der Bauch über den Hosenrand spannt, dann gehört er extrem zu mir. Da ist die Grenze normalerweise extrem klar, da gibt es gar nichts zu deuteln. Ich weiß, wo ich bin und wo ich aufhöre. Und die Meditation kann das ein wenig aufweichen und ich kann lernen, ein wenig zu verstehen, wie diese Konstruktionen entstehen.
ich kann ein wenig dahinter schauen, dieser Konstruktionsprozess ein wenig nachvollziehen und merken, aha, das ist wenig Natur, das ist etwas, das mein Geist macht, mein Bewusstsein macht. Das ist sehr nützlich auch. Ich will nichts gegen diese virtuelle Realität sagen. Es ist wirklich hilfreich, um Nahrungsbeschaffung zu betreiben, auf den Bus zu gehen und so weiter. Also ich würde auch sagen, diejenigen, die es nicht so auf die Reihe gekriegt haben, die sind wahrscheinlich ausgestorben. Und wir sind noch da, weil unsere Vorfahren das ziemlich gut auf die Reihe gekriegt haben. Die Meditation kann helfen, das zu dekonstruieren, zu sehen, wie dieser Prozess eigentlich überhaupt zustande kommt. Aber die buddhistische Praxis hat auch den anderen Aspekt, also dass ich bewusst Wirklichkeit konstruiere, also das Umgekehrte mache. Das endgültige Ziel der Dharma-Praxis ist Freiheit von leidvollen Zuständen, Freiheit von Leid, von quälenden Zuständen. Aber auf dem Weg dorthin ist es nicht nur hilfreich, Sachen loszulassen, sondern es kann auch eine Hilfe sein, sich Sachen anzueignen oder Sachen zu konstruieren. Oder wir reden auch von kultivieren. Das heißt vielleicht auch lernen, die Welt anders und hilfreicher zu sehen. Und da ein kurzer Exkurs zum Begriff Karma, der hat es geschafft bis in die Gesundheitslinie von Coop oder Karma. Coop Karma, das heißt, es sind die Öko und so, aber Karma bedeutet eigentlich auf Sanskrit bedeutet Handeln. Meistens wird es dann ersetzt durch das Resultat von Handlung. Also wenn ich sage, schlechtes Karma-Mann, dann heißt es irgendwie, etwas ist mir zugestoßen, das wahrscheinlich darauf beruht, dass ich vorher etwas Blödes gemacht habe. Aber das eigentlich das Blöde machen, das ist eigentlich Karma und das andere ist das Resultat von Karma. Und ich sage das, weil in der Lehre Buddhas ist das sehr zentral, die Vorstellung von Ursache und Wirkung. Also wenn ich etwas mache, dann hat das Wirkung. Und wenn ich etwas feststelle, es gibt auch die Aussage, wenn du wissen willst, wie die Vergangenheit war, dann schau an, was jetzt da ist. Und wenn du wissen willst, wie die Zukunft sein wird, dann schaue, wie du jetzt handelst. Das ist wirklich eine sehr zentrale Idee in der Buddha-Lehre, in der buddhistischen Psychologie. Es gibt ein Konzept, das wir erwähnt haben, aber nicht so vorgestellt haben, das heißt bedingte Entstehung, wo eine ganze Reihe von Abfolgen gezeigt wird, schlussendlich zeigt, wie wir uns verheddern, wie wir uns in Anhaften verfangen irgendwie und auch dort, wie wir das auflösen können. Und die Idee ist wirklich, dass die ganze Welt miteinander verknüpft ist. Also was immer wir tun, hat irgendwelche Auswirkungen. Wenn ich irgendwo zupfe an der Welt, dann bewegt sich irgendwo anders etwas. Und das ist ja auch der Sinn der Praxis. Also wir praktizieren für uns, wir hoffen, dass wir, wenn wir an uns zupfen, wir uns bewegen. Wir hoffen aber auch, dass unsere Praxis auch weiter außen bewegt, andere bewegen. Und kein buddhistischer Vortrag ohne entweder etwas über Quantenphysik oder Neuroplastizität zu sagen. Ich lasse die Quantenphysik heute weg. Aber Neuroplastizität möchte ich kurz erwähnen, weil ich finde, das gehört dazu. Also das ist ein Begriff aus der Neurowissenschaft, die Bezug nimmt zur Formbarkeit des Gehirns oder des Bewusstseins. Also wo man sagt, wenn Neuronen, die gleichzeitig aktiviert werden, zwischen denen entstehen Bahnen. Und das ist einfach der wissenschaftliche Ausdruck davon, was der Volksmund sagt, Übung macht den Meister. Das, was ich übe, darin werde ich gut. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt in der buddhistischen Dharma-Praxis. Wir sind immer am Üben. Was immer wir machen, ist diese Bahnen zwischen Neuronen zu stärken, zwischen verschiedenen Neuronen. Und meistens wissen wir es nicht halt, oder wir sind meistens nicht bewusst im Üben. Wir üben Sachen, die wir vielleicht lieber nicht üben würden. Ja, als ich jünger war, habe ich geraucht. Das ist auch etwas, das man üben kann. Und das, wenn man es dann kann, ist es dann schwierig, es zu entüben.
Das Geistestraining, die Sachen, die wir hier anleiten, sind eigentlich ein Versuch, ein bewusstes Üben zu machen. Also wir leiten Sachen an, von denen wir das Gefühl haben, die sind heilsbringend, die bewirken positive Sachen. Das ist eine positive Übung. Das ist gut, wenn wir das üben. Wir wollen diese Resultate haben. Die Dharma-Praxis oder die Meditation, die wir anleiten, ist eine nützliche Manipulation von unserem Bewusstsein. Und wir sind den ganzen Tag am Üben und so andere mehr oder weniger bewusste, meistens unbewusste Formen von Manipulation vom Bewusstsein wären zum Beispiel das Feierabendbier, Rauchen, in den Bergen wandern, Fernsehserien schauen, im Chor singen, Sex, Cremeschnitten essen, 2 Stunden Instagram-Bilder anschauen, schlafen, Kaffee trinken, joggen, Zucker essen. Und das sagt noch nichts aus, ob das gut oder schlecht ist. Es sind einfach Mechanismen, sind Manipulationen oder Übungen, die wir betreiben, um unser Bewusstsein zu verändern. Wir haben ja oft von diesen Sachen schon die Idee, dass es angenehme Zustände hervorruft. Also wir wissen eigentlich, dass es das Bewusstsein verändert, aber wir betrachten es meist nicht als Übung. Gut, ich habe über verschiedene Zugänge zur Dharma-Praxis gesprochen und darüber, wie Praxis wirkt oder eben wie ich Wirklichkeit konstruiere oder immer am Üben bin. Ich möchte jetzt über verschiedene Arten von Meditationspraxis reden. Es gibt verschiedene Wege in der buddhistischen Welt, um zu dieser Freiheit zu gelangen von verstrickenden, quälenden Geisteszuständen, Herzzuständen. Wir haben die 2 auch schon erwähnt, die Sammlungsmeditation oder Samatha-Meditation und die Einsichtsmeditation oder Vipassana-Meditation. Diese beiden Arten von Meditation stehen oft im Zentrum bei so Meditationsretreats, wie sie hier im Zentrum gelehrt werden. Das ist meistens, dreht es sich um diese beiden Formen. Die Sammlungsmeditation, was wir eher gestern ins Zentrum gerückt haben, also den versuchen, den Geist zu sammeln, beruhigen, immer wieder zurückzuführen auf ein Objekt, auf Körperempfindungen, auf Atem. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann das mit Visualisierung machen, mit Farben, mit Kerzen. Das Hauptprinzip ist, man hat ein Objekt und führt den Geist immer wieder dorthin. Das ist die Übung, das Übungsmoment. Und die Vipassana-Meditation, was ich heute Morgen angeleitet habe, die Öffnung des Gewahrseins, ist in einem gewissen Sinne etwas umgekehrt gerichtet, weil ich den Geist öffne und eher schaue, was ist da und was immer kommt, das ist mein Objekt. Nicht das Objekt ist vorgegeben, sondern ich richte meine Aufmerksamkeit auf das Objekt, das sich in den Vordergrund drängt. Das können eben Körperempfindungen, es kann Geräusche sein, es können Sehobjekte sein, es können Gedanken und Emotionen sein, es ist eigentlich egal. Und wie gesagt, wird in der Buddha-Lehre viel Gewicht auf diese Ursache-Wirkungszusammenhänge gelegt, also wie entsteht aus etwas etwas anderes und auch, dass man eben sagt, es ist immer so, Sachen, die manifest sind, die wir wahrnehmen, die wir spüren, die haben immer irgendwelche Ursachen. Und diese Ursache-Wirkungszusammenhänge, wie in dieser Kette von Bedingten entstehen, dort drin erklärt sich auch das Anhaften. Und das Anhaften durch das Loslassen zu ersetzen, das ist das Ziel dieser Praxis. Eigentlich kann man sagen, letztendlich ist Loslassen auch das der kleinste gemeinsame Nenner von allen buddhistischen Schulen, die sehr unterschiedlich sind. Und Vipassana oder Einsichtsmeditation, die lässt uns eben auch klar sehen, es heißt eben klar sehen, das lässt uns klar sehen, wie es dazu kommt, dass wir anhaften und wo wir da diese Ursache-Wirkungskette durchbrechen können. Und das ist der Moment, wo ein Sinneskontakt entsteht und dann kommt meine Reaktion darauf. Ich empfinde es als angenehm, ich empfinde es als unangenehm oder neutral. Und
dann kommt beim Angenehmen kommt Verlangen nach mehr, beim Unangenehmen kommt Aversion auf. Und dort ist die Meditationspraxis der Weg, der uns eine Tür öffnet, darauf nicht zu reagieren. Also das Verlangen zwar wahrzunehmen, aber es nicht auszuleben. Und wenn wir das geübt haben, gibt uns das mehr Freiheit, nicht zu reagieren. Wenn ein Ärger aufkommt, den Ärger nicht auszudrücken, sondern ihn einfach wahrzunehmen. Die Trennung zwischen Sammlungs- und Vipassana-Meditation ist nicht so ganz klar. Auch die Sammlungsmeditation führt zu Einsichten und die Vipassana-Meditation führt zu Sammlung. Sie ist etwas künstlich, diese Trennung. Es gibt durchaus Überschneidungen und wir haben sie auch nicht so klar getrennt in den Anleitungen. Neben diesen zwei Methoden, die oft im Zentrum stehen, gibt es aber auch sehr viele andere Praktiken, die zum Teil alltagsnäher sind. Und eine Möglichkeit ist das, was Irene heute Nachmittag vorgestellt hat, die Metta-Meditation, die Meditation der liebenden Güte. Das ist eine andere Art der Praxis. Und wieso ich sage alltagsnah, die Sammlungsmeditation und die Vipassana-Meditation, die sind wirklich gut geeignet für einen Ort wie hier, wo wir Abgeschiedenheit haben, wir haben Stille, wir haben Schweigen, wir haben eine Umgebung, die es unterstützt, dass wir bei uns selber bleiben. Aber zu Hause, wo wir irgendwie Freunde, Familien, einen Beruf, ein Studium, irgendwas, ein dauerndes Gewusel haben, da sind die beiden Methoden nicht so einfach umzusetzen. Man darf es ruhig auch probieren, aber andere Praktiken sind einfacher im Alltag umzusetzen. Eben die liebevolles Verhalten, liebevolle Güte, Metta, das Mitgefühl kann auch gut trainiert werden im Alltag. Mitfreude oder Gelassenheit. Gelassenheit ist zum Beispiel sehr gut im Verkehr zu üben, egal ob man Velo- oder Autofahrer ist. Das kann man ein super Übungsfeld. Oder auch, was ich gesagt habe von den buddhistischen Ländern, Großzügigkeit oder Dana ist auch etwas, das sehr gut im Alltag trainiert werden kann. Und eben auch Dankbarkeit, wo ich gleich mehr dazu sagen werde. Ich muss zugeben, dass ich früher, oder als ich anfing zu meditieren, hatte ich das Gefühl, dass diese Sachen, das sind so zweite Wahl für die unter uns, die es nicht so ganz hinkriegen mit der Sammlung oder mit dem Vipassana, die können dann doch Liebe üben oder so, oder? Ich habe viel über das nachgedacht und ich denke, es hat damit zu tun, dass ich die Meditationserfahrungen quasi am höchsten eingestuft habe. Also eine Praxis muss irgendwie in einer besonderen Erfahrung münden. Ich denke, das ist eine falsche Vorstellung, aber sie ist nachvollziehbar, weil es, wenn ich einen besonderen Kick habe, irgendetwas, wow, dann ist das auch sehr eindrücklich. Und wenn ich Großzügigkeit übe, dann kriege ich vielleicht auch einen Kick, aber nicht so einen offensichtlichen. Und das macht dann diese Hierarchie oder die Hörstufung von Vipassana oder Samatha-Meditation. Und ich glaube, das ist falsch, weil die Praktiken, die anderen, die ich genannt habe, die werden, wenn wir die üben, die werden zu einer sehr positiven Veränderung unserer Persönlichkeit führen. Und das wird uns auch wieder auf dem Weg zu Freiheit von Leiden führen. Und vielleicht sogar besser. Das ist immer auch eine Frage von der Persönlichkeit, aber ich denke, es sind sehr wichtige Praktiken. Und im Mahayana-Buddhismus, also was im Tibet, China, Japan, Korea, Vietnam, Zentralasien praktiziert wird, ist Mitgefühl zum Teil quasi die zentrale Praxis. Und der Herr da oben, den ich schon erwähnt habe, der Avalokiteshvara, das ist der Ausdruck von Mitgefühl, das Symbol für Mitgefühl. Das ist, ich weiß, eigentlich gibt es keine Götter im Buddhismus, das ist das Schöne daran, aber die schleichen sich eben rein, wenn die Leute, also nach den Jahrhunderten kommen, hält man es nicht mehr aus ohne Götter, dann hat man halt ein paar Götter. Und der hat 1000 Arme mit 1000 Augen, mit dem sieht er das Leiden der Welt. Oder er hört auch das Leiden der Welt. Der Name Avalokiteshvara bedeutet ursprünglich Hörer der Töne, das heißt, er hört das Klagen der leidenden Lebewesen. Und ich denke, das
ist ein Hinweis, dass eben Praktiken ganz zentral sein können, wo es nicht so um eben Sammlungen wie Passana geht, sondern die andere Qualitäten trainieren. Also das waren verschiedene Zugänge zur Praxis, wie Praxis wirkt und verschiedene Arten von Praxis. Jetzt ein paar Worte zur Dankbarkeitspraxis und was das ist und warum man das machen kann oder soll. Es wird nicht so oft gelehrt. Eine Ausnahme, jemand, der das lehrt, das ist aber kein buddhistischer Lehrer, das ist der hier. Ich nehme die Gelegenheit wahr, um unser Team vorzustellen. Das ist der Bruder David Steindl-Rast. Das ist ein Benediktinermönch. Der hat, sein zentrales Programm ist Dankbarkeit. Es gibt einen guten TED, auf TED.com gibt es einen guten Talk von Bruder David. Das ist 91 oder 92, aber still going strong. Das ist ein sehr eindrücklicher. Und weil ich jetzt dran bin, zeige ich euch die anderen, sage ich das auch. Das ist der Ajahn Suchito, das ist ein Lehrer aus der thailändischen Waldkloster-Tradition, ein Engländer, hat im Juni hier ein wunderbares Retreat gegeben. Er ist ein sehr, ich würde sagen, mein Favoritlehrer. Und dann, hier kommen noch ein paar andere. Das ist der Nim Karoli Baba, auch Maharaji genannt, das ist ein Hindu, hat hier nichts zu suchen, also auch ein sehr eindrücklicher Mann, der ist schon lange verstorben, aber ein eindrücklicher Lehrer. Und das hier ist die Carol Wilson, die kommt jeden Sommer hierhin und lehrt im Sommerkurs, das ist immer 2 Wochen Sommerretreat. Auch eine sehr tolle Lehrerin, die wir beide sehr mögen. Und das Gleiche gilt für Joseph Goldstein. Das ist so quasi der Altmeister unter den westlichen Vipassana-Lehrern. Der war letztes Jahr hier im Sommer, das ist aber eine seltene Gelegenheit. Ein sehr eindrücklicher Lehrer auch. So viel zu denen, die uns Glaub helfen. Es fühlt sich jedenfalls schon etwas so an zwischendurch. Dankbarkeitspraxis wird außer vom Bruder David sonst selten so in den Mittelpunkt gerückt. Ich finde, was Dankbarkeitspraxis hat, ist, dass es anerkennt, dass uns dauernd sehr viel Gutes passiert. Und es ist interessant, weil wir rücken damit den Fokus darauf, was klappt. Ich bin eher so ein kritischer Mensch. Ich tendiere dazu, zuerst alles zu sehen, was nicht geht. Und es ist für mich sehr nützlich, den Fokus darauf zu richten, was alles geht. Es geht nämlich erstaunlich viel. Und um zu sehen, was geht, muss ich in Verbindung mit meiner Umwelt sein. Sonst kann ich ja gar nicht sehen, was geht. Also ich muss in Kontakt sein mit den Dingen, mit Lebewesen und mit Umständen. Das heißt, ich muss Beziehung aufbauen zu meiner Umwelt. Und wie ich schon gesagt habe, Buddha sagt, wir leben in einem Netz von gegenseitiger Abhängigkeit. Alles ist mit allem verbunden. Es gibt nichts, das völlig unabhängig ist. Und wenn ich Ausschau halte nach Dingen, für die ich dankbar sein kann, dann ist das auch indirekt, heißt das, ich nehme auch wahr, mit was ich alles verbunden bin. Es stärkt mein Bewusstsein dafür, wie ich mit allem in Verbindung stehe. Und wenn ich Dankbarkeit ausdrücke, dann drücke ich auch Verbundenheit aus. Ich drücke dieses zentrale Prinzip des Lebens aus. Ich sehe, dass ich mit allem in Verbindung stehe und ich drücke das aus durch die Dankbarkeit. Und Beziehung, denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Beziehung ist auch für die Praxis ein wichtiger Punkt. Aus meiner eigenen Erfahrung und wie das oft gesagt wird, der Sinn des Lebens, also die Frage nach dem Sinn des Lebens, wenn die auftaucht, dann ist das ein Zeichen, dass Beziehung fehlt. Sobald ich in Beziehung bin, stellt sich die Sinnfrage nicht. Ich kann das wirklich sagen für mich. Das ist in den Zeiten, wo ich am Sinn zweifle, heißt das, dass ich irgendwie abgeschottet bin, dass ich nicht in Kontakt bin. Und das Gute mit der Beziehung oder die Aufmerksamkeit auf andere zu richten, das heißt ja auch, dass ich weniger selbstzentriert bin. In dem Moment, wo ich in Beziehung nach außen gehe, bin ich weniger bei mir selber. Das ist ja auch ein Ziel der Praxis.
Es gibt so ein Cartoon, das ich jetzt nicht aufgehängt habe. Ich habe eine strikte Auswahl gemacht, wo eine Frau und ein Mann sitzen so im Sofa und sie ist am Kreuzwort, Rätsel lösen und sagt, Weltmacht mit drei Buchstaben. Und der Mann antwortet, ich. Und wenn ich weniger selbstzentriert bin, dann ist mehr Raum für Mitgefühl und, wie wir gesehen haben, der Herr Avalokiteshvara sagt, Mitgefühl ist gut. Und so gesehen kann ich sagen, Dankbarkeitspraxis ist indirekt auch eine Art Mitgefühlspraxis. Dankbarkeit aktiv pflegen, das heißt auch das Gefühl von Dankbarkeit erfahren und das ist auch angenehm. Es ist schlicht angenehm. Und ich würde sagen, wenn ich Dankbarkeit pflege, dann ist das eine Art, ich bewässere meinen inneren Garten und es sprießen schöne Blumen in meinem inneren Garten. Dankbarkeit heißt auch auf unscheinbare Details achten, weil ich suche nach Möglichkeiten, wie ich dankbar sein kann, dann heißt es auch, ich richte es den Fokus auf alles Mögliche. Es spielt nicht so eine Rolle, wofür ich dankbar sein kann. Ich übe mich einfach darin zu sehen, was mir an Gutes passiert und wofür ich dankbar sein könnte. Der Effekt ist dann, dass die halbleeren Gläser, die ich in der Welt sehe, dass die plötzlich voll werden und auch sogar überlaufen. Der Psychologe und Philosoph und Arzt William James hat 1890 das Buch geschrieben, The Principles of Psychology, die Prinzipien der Psychologie, und darin sagt er, dem, was ich bereit bin, meine Aufmerksamkeit zu schenken, wird meine Erfahrung sein. Nur die Sachen, die ich bemerke, formen meinen Geist. Also dem, was ich bereit bin, meine Aufmerksamkeit zu schenken, wird meine Erfahrung sein. Nur die Sachen, die ich bemerke, formen meinen Geist. Das klingt vielleicht banal, aber das ist eben auch weitreichend, weil ich, wohin ich eben meinen Geist, wenn ich meinen Geist bewusst auf Sachen richte, dann forme ich ihn eben auch. Wenn ich auf freudige Sachen meinen Geist richte, meine Aufmerksamkeit und Sachen, wofür ich dankbar sein kann, dann stimmt mich das auch froh. Und um eine Folgefrage vorweg zu beantworten, heißt das, dass ich nicht Ungerechtigkeit in der Welt anschauen darf? Nein, das heißt es natürlich nicht. Ich kann sogar, ich würde behaupten, effektiver gegen Ungerechtigkeiten vorgehen, wenn ich okay bin oder wenn es mir gut geht. Und es ist ein Unterschied, ob ich überall Schlechtes sehe oder ob ich einfach mit offenen Augen durch die Welt gehe und Ungerechtigkeiten und Korrekturwürdigkeit sehen, aber gleichzeitig mein Bewusstsein auf Dankbarkeit, liebende Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit ausrichte. Also wenn ich im Außen Gründe für Dankbarkeit suche, dann formt das mein Bewusstsein, ohne dass ich deswegen die Fähigkeit verliere, Missstände wahrzunehmen und mich dagegen zu engagieren. Wie gesagt, die Lehre Buddhas spricht über die Verbundenheit allen Seins. Und unser Individualismus verstellt die Sicht, wie stark wir in einem System leben. Therapeutisch gesehen ist es oft so, dass Verletzungen in Beziehungen passieren, aber dass auch Heilung in Beziehungen passiert. Also die Arbeit an uns selber und an der Befreiung von unserem Herz und Geist, das passiert auch in Beziehungen und in Bezogenheit. Und ich sehe die Dharma-Praxis als eine, in vielen Aspekten als eine relationale Praxis, als eine Praxis in Beziehung. Die Beziehungen, die schaffen Stoff auch für die Befreiung. Ich möchte ein paar Beispiele geben als Anregung, wofür ich dankbar sein kann, falls es noch nicht klar ist. Also ich kann für ganz banale Sachen dankbar sein. Ich kann dankbar sein dafür, in einem warmen Bett am Trockenen aufzuwachen. Ich kann dankbar sein, dass ich einen lieben Menschen an meiner Seite habe. Ich kann dankbar sein, dass ich Kleider zum Anziehen habe. Ich kann dankbar sein, dass ich einen Beruf erlernen kann. Ich kann dankbar sein, dass ich etwas Feines zum Frühstück kriege. Ich kann dankbar sein, wenn die Katze vorbeikommt und ich die Katze streicheln kann.
Ich kann dankbar sein, dass ich mich ohne Bedrohung draußen bewegen kann. Das ist für viele Menschen in der Welt nicht eine Selbstverständlichkeit. Ich kann aber auch dankbar sein dafür, dass er auf dem Cappuccino ein schönes Herzli hat. Oder ich kann dankbar für die Erinnerung an den Geruch der Lindenblüten sein. Ich kann dankbar dafür sein, dass die SBB jeden Tag einen Zug bereitstellt, der mich zur Arbeit fährt. Oder ich kann dankbar sein, dass ich mich erinnert habe, die Füße zu spüren, wenn ich gehe, Füße am Boden zu spüren. Ich kann dankbar sein für eine kalte Dusche, zu spüren, wie mich das erquickt, ich mich langsam daran gewöhne. Oder ich kann dankbar sein für die feste Umarmung eines lieben Freundes. Ich kann dankbar sein für die schönen Wolken. Oder ich kann dankbar sein, dass ich das Telefon zu Hause vergessen habe. Ein Tag ohne Smartphone, yes. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Man muss nur ein wenig Ausschau halten. Das war so viel zur Praxis der Dankbarkeit. Grundsätzlich ein paar Beispiele. Ich möchte jetzt noch zum Schluss ein paar Möglichkeiten für Dankbarkeitspraxis aufführen. Also ein etwas Banales natürlich ist, was man sagen kann, ist einfach der Dankbarkeit Ausdruck geben, indem ich Danke sage. Ganz simpel. Und man muss ja nicht nur für Gegenstände Danke sagen, kann auch für Zeit und Aufmerksamkeit dankbar sein. Das ist heute oft viel wertvolleres Gut als ein Gegenstand. Oder ein schöner Brief, von Hand geschrieben, bereitet sehr viel Freude, ist eine schöne Form von Dankbarkeit ausdrücken. Oder vielleicht ein gemeinsamer Ausflug. Eine formale Art, Dankbarkeit zu üben, die oft erwähnt wird, das ist abends vor dem Schlafengehen, sich an 5 Dinge erinnern im vergangenen Tag, für die ich dankbar bin. Und man kann das alleine machen oder wir haben das zum Teil auch zu zweit gemacht, dass man es sich gegenseitig laut vorsagt. Am Anfang ist es vielleicht etwas komisch oder gewöhnungsbedürftig, weil man sagt, ja, ich bin dankbar, dass mir die Person die Türe aufgehalten hat, wenn mir nichts anderes in den Sinn kommt. Aber es spielt nicht so eine Rolle. Oder dankbar, dass ich das Tram erwischt habe. Okay, well, in 5 Minuten kommt das nächste. Aber es geht nicht so sehr darum, den Gegenstand zu identifizieren, wofür ich dankbar bin, sondern ein Objekt zu nehmen, wo ich die Dankbarkeit dran festmachen kann. Also weniger das Objekt als die Haltung, die wir üben. Zum Schluss eine ganz besondere Art von Dankbarkeitspraxis, es ist der Dankesbrief. Das geht so, dass man einer Person, der man wirklich dankbar ist, einen Brief schreibt und der Person auch sagt, warum man ihr dankbar ist, formuliert, wieso man dankbar ist und was das bedeutet, was die andere Person für einen getan hat. Bedingt natürlich auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Dankbarkeit. Und wenn man den Brief geschrieben hat, dann gibt es 3 Möglichkeiten. Das eine ist nichts tun, einfach, das war die Übung, einfach das zu formulieren für sich, wieso ich der anderen Person dankbar bin. B, wird die Post freuen, das ist den Brief abzuschicken, frankieren und abzuschicken, der anderen Person wirklich schicken. Und die kräftigste Version, das ist C, mit der Person ein Treffen abzumachen und ihr den Brief vorlesen. Also wenn ihr das macht und den Mut habt, mit der Person abzumachen und ihr der Person den Brief vorzulesen, dann bin ich mir sicher, dass das die Beziehung sehr stärken und verändern kann. Das ist eine kräftige Art Praxis. Ja, so viel zum Thema Dankbarkeitspraxis und Dankbarkeit. Ich komme zum Schluss. Die Welt da draußen ist auch ein Spiegel meines Innern. Wenn ich dem Außen mit Dankbarkeit begegne, dann denke ich, kann ich auch mir selber mit mehr Dankbarkeit und Wertschätzung begegnen. Und wenn ich das kann, dann denke ich, ist das auch ein Weg, wie ich innere Konflikte beilegen kann. Und wenn ich in mir drin Konflikte beilegen kann, dann kann ich auch besser im Außen Konflikte beilegen. Ich denke, der erste Schritt zur Überwindung von Trump, an den ich mehr Zeit verschwendet habe im letzten Jahr, als mir lieb ist,
Die erste Schritt zum Überwindung von Trump, das ist, die Trümpelchen in mir drin zu sehen. Ich habe viele Trümpelchen, kleine. Vielleicht nicht alle, aber ich habe viele in mir drin. Und zu sehen, dass die auch Teil meiner eigenen Familie, meiner inneren Familie sind. Wenn ich den Narzissmus oder die Gier oder den Neid oder die Verlogenheit in mir drin annehmen kann und sehen, okay, sind nicht meine liebsten Familienmitglieder, vielleicht ein entfernter Cousin oder so, aber sie sind da. Okay, sie sind da und sie sind in mir. Effektiv, ich kann es nicht abstreiten, sie sind da. Wenn ich irgendwie einen Weg finde, mit ihnen umzugehen, vielleicht ihnen auch Vorbild zu sein, mich etwas anders zu verhalten, als ich mit meinen Trümpelchen handeln sehe. Also wenn ich reagieren kann auf diese Qualität, wenn ich auf Neid mit Großzügigkeit oder mit Freude reagieren kann und auf Gier mit Großzügigkeit, auf Verlogenheit mit Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, dann ist das ein Weg, wie ich in mir drinnen Frieden schaffen kann und im zweiten Schritt auch im Außen Frieden schaffen kann. Ich glaube, das geht so rum, nicht zuerst der Mann im Weißen Haus, die kleinen Mitglieder da drinnen. Der Bruder David Steindl-Rast, der sagt, es ist nicht so, dass Menschen dankbar sind, weil sie glücklich sind. Es ist umgekehrt. Menschen, die dankbar sind, werden glücklich. Und ich wünsche uns allen, dass wir es schaffen, Dankbarkeit weiterzuentwickeln und dass uns das hilft, glücklich zu sein. Ich wünsche uns allen, dass es immer besser gelingt, zu sehen, wofür wir dankbar sein können. Und wenn wir es gesehen haben, dass wir Dankbarkeit immer besser ausdrücken können. Und dass wir dadurch alle auch Quellen werden zur Dankbarkeit und uns selbst und die Welt auf eine positive Weise beeinflussen. Und so zu mehr Heilung und zu mehr Freiheit gelangen. Danke, dass ich diesen Vortrag halten konnte. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke, dass ihr an den Kurs gekommen seid. Und danke für eure Praxis, eure Geduld und euer Bemühen.